Wir müssen Früherkennung, Diagnose und Therapiekonzepte intensivieren und das tun wir in den letzten Jahren auch. Trotzdem haben wir noch etwa 50.000 Neuerkrankungen pro Jahr und die Patienten haben eben doch eine deutlich bessere, aber viele noch nicht so eine sehr gute Überlebenswahrscheinlichkeit. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Früherkennung zu aktivieren. Und hier sehen Sie mal, in diesem frühen Stadium kann man durch eine Früherkennung die Rate im frühen Stadium auf 50% erhöhen. Und ganz rechts sehen Sie Stadium 4, da geht die Rate mit dem Screening massiv runter, derer, die man so spät erkennt. Das heißt also, wir erreichen mit dieser Vorsorge erstmal viele Patienten, die wir früher kennen. Und dann hier rechts auf der Kurve sehen Sie die blaue Kurve. Das ist das Überleben nach 10 Jahren und die Orangen ist die der Kontrollgruppe. Sie sehen, man kann die Todesrate signifikant senken, bei Männern um 24% und bei Frauen sogar um 40%. Wir hoffen also, dass das Screening nächstes Jahr kommt. Da das Screening aber noch nicht da ist, müssen wir immer auf die Symptome achten. Also Husten, Atemnot, Schmerzen, Gewichtsabnahme, Hämoptysen sind blutiger Auswurf. Diese Dinge, da muss man danach gucken, ob eventuell ein Krebs dahinter stecken kann, um ihn möglichst früh zu erwischen. Und wenn man dann diesen Verdacht hat, hier sehen Sie auf diesem Röntgenbild auf der rechten Seite so eine weiße Verschattung. Das ist verdächtig für einen Krebs. Und dann muss man mit einem Bronchoskop, das ist Ihnen ja vorhin schon gezeigt worden, und versuchen, zu diesem Herd hinzukommen, um Gewebe zu bekommen, eben eine Materialentnahme zu machen. Und dann weiß man oft, okay, jetzt ist es dies oder das. Wenn man es nicht erreicht, ist es legitim, solche Patienten auch primär zu operieren, ohne dass man genau weiß, was es ist, weil es eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass es Krebs ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Gewebsprobe entnimmt und den Krebs nicht findet, kann man ja auch etwas daneben gewesen sein. Und deswegen ist es durchaus legitim zu operieren. Und dann haben wir hier die nächste Aufgabe. Wir müssen uns den Tumor ansehen, die Lymphknoten ansehen und die Metastasen ansehen. Rechts sehen Sie diese weiße Verschattung rechten Oberfeld. Und da ist es eben nicht genau klar, wie weit der Tumor infiltriert. In der Mitte sehen Sie Lymphknoten, da leuchten im Mediastinum, also zwischen diesen, also da leuchtet es überall, das sind alles Lymphknoten, die befallen sind. Und ganz rechts in dem Bild sehen Sie unten in der Beckenschaufel einen Punkt, der auch leuchtet. Oben das hellleuchtende ist der Primärkrebs und unten das ist eine Metastase. Das muss man sich alles angucken, genauer charakterisieren, um dann auch an diesen Stellen hier mit Ultraschall, entweder durch die Speiseröhre, weil die auch in der Nähe liegt, oder durch die Luftröhre, diese Herde zu punktieren und dann auch zu wissen, es ist Krebs. Und eins ist wichtig, warum muss man versuchen ranzukommen? Hier habe ich mal zwei Bilder von Patienten mit Krebs, die aber in der Anamnese Krebs hatten und die in der Lunge jeweils Herde haben und man könnte denken, es sind Metastasen. Es sind oft Metastasen, was aussieht wie Metastasen, aber manchmal ist es auch was anderes. Deswegen musste man auch hier solche Herde klären. Und da kam eine andere Erkrankung heraus, eine Sarkoidose, die mit dem Tumor nichts direkt zu tun hat. Also wir müssen uns immer schon, wie das auch bei den Vorrednern gesagt wurde, immer schon genau um diese Charakterisierung kümmern. Und deswegen haben wir auch im Tumorboard geschrieben, dass, also in unserer neuen S3-Leitung geschrieben, dass jeder neu diagnostizierte Patient in einem Tumorboard vorgestellt werden soll und dass man dann auch in der Individualität des Patienten durchaus von Diagnostik- und Behandlungskonzepten abweichen kann. So, und jetzt wissen wir, es ist Krebs. Ich hatte Ihnen schon gesagt, hier auf dem rechten oberen Bild sehen Sie diesen Rundherd, der muss operiert werden. Und da sehen Sie, das macht man entweder durch eine videoassistierte Operation oder durch eine sogenannte RATS, eine roboterassoziierte Operation. Damit kann man die Schmerzrate noch mal etwas senken. Die Überlebensrate ist gleich gut, um dann den Herd rauszuoperieren und gut. Und da hat sich in der letzten Zeit noch viel getan. Man guckt jetzt sich den Tumor noch genauer an, den man herausoperiert hat. Und da kann man entweder
mit zielgerichteter Therapie oder mit dieser sogenannten Immuntherapie, auf die ich gleich noch komme, noch einiges erreichen, wie Sie sehen. Die obere Kurve ist immer die Therapiekurve und die untere Kurve ist immer die alte Kurve. Und da sehen Sie, das sogenannte krankheitsfreie Überleben kann man deutlich verbessern mit diesen beiden zusätzlichen Behandlungen, wenn man die entsprechenden Marker findet. Und deswegen muss immer nach diesen Markern gesucht werden. Hier mal so ein Patient. Vielleicht können Sie das erkennen. Ganz links gab es Krebs, dann ist der Patient behandelt worden und dann war der Krebs nicht mehr zu sehen und dann ist er trotzdem noch operiert worden, weil wir ja nicht wissen, ob wir mit unserer Behandlung den Krebs wirklich beseitigen. Und dieser Patient war vollkommen krebsfrei und damit ist natürlich die Chance, ein Langzeitüberleben zu erreichen, deutlich besser. So, viele Patienten sagt, ich komme aber im Stadium 4, das heißt in dem Stadium, wo der Tumor schon gestreut hat, ins Gehirn, in die Leber, in die Nebenniere, in die Lunge und die Knochen. Das sind so die gängigen Punkte. Und hier sage ich immer, und das liegt mir sehr am Herzen, wir machen allen Patienten Therapieangebote. Das Entscheidende ist der Patientenwunsch. Aber ich habe Ihnen hier noch so eine sehr alte Studie aufgezeichnet und da zeigt sich, dass der Patientenwunsch häufig sehr differiert von dem Wunsch oder von der Einschätzung von Gesunden oder von Hausärzten. Patienten wollen wegen einer 3-monatigen Lebensverlängerung sehr viel häufiger eine intensive Therapie, als das Hausärzte oder Gesunde für sinnvoll halten. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Ich benenne es immer die Arroganz der Gesunden. Gesunde machen Gesundheitspolitik, aber ob sie die genauen Patientenwünsche immer kennen, bin ich nicht so sicher. Deswegen sind auch die Patienten-Selbsthilfegruppen, die Patientenwünsche anmerken, ganz, ganz wichtig. Und da haben wir also zielgerichtete Therapien. Da haben wir links die sogenannten Treibermutationen. In dem Tumor gibt es Mutationen, die ein Wachstum des Tumors anregen und rechts die Immuntherapie. Kommen wir gleich dazu. Zuerst zu den Mutationen. Wenn man so eine Mutation findet, Herr Cohen hat dafür den Nobelpreis bekommen, dass er das herausgefunden hat, kann man ganz zielgerichtet behandeln. Der häufigste Mutation ist der sogenannte EGF-Rezeptor, also ein Wachstumsrezeptor. Und da sehen Sie da unten den Rezeptor und dann sehen Sie da so ein gelbes Ding drin. Das ist die Tablette, die dann reinrutscht und das Wachstum hemmt. Hier haben wir nur mal einen Patient, den wir seit 2005 damit behandeln. Überlegen Sie mal, 17 Jahre schon im metastasierten Stadium. Zwischendurch hatte er mal keine Lust mehr, die Tabletten zu nehmen, was völlig verständlich ist. Zwar 2015, da habe ich jetzt kein Bild, aber 3 Monate später waren die Metastasen wieder da. Dann hat er noch bis 2020 weiter die Behandlung bekommen und dann ab 2020 eine neue Tablette. Und hier sehen Sie in der unteren Linie vielleicht relativ deutlich diesen großen Herd, diesen großen weißen Herd links, der dann wirklich jetzt wieder völlig weg ist. Also wir erreichen für eine Reihe Patienten sehr viel. Und hier meine junge Dame, die seit 2015 eine große Hirnmetastase hat und seit Januar 2019 das vierte Medikament zielgerichtet bekommt. Und damals war sie im Rollstuhl, jetzt kann sie wieder laufen. Also auch hier wirklich gute Erfolge. Und das ist immer wieder so ein Problem. Die Medikamente kosten ziemlich viel Geld und dann sagen uns die Zeitungen und Gesunde und Gesundheitspolitiker, na, was soll denn das wegen dieser kurzen Lebensverlängerung, diese teuren Medikamente? Hier sind Medikamente mal genannt, die wir viel nehmen. Dagegen müssen wir uns wehren. Wenn diese Medikamente helfen, müssen sie den Patienten zur Verfügung gestellt werden dürfen. Und dann kommen wir zu den Patienten, die keine dieser Mutationen haben. Das sind die meisten Patienten, etwa 90%. Und für diese Patienten gibt es seit einigen Jahren die Immuntherapie. Die beiden Herren da unten haben dafür auch den Nobelpreis bekommen. Und diese Immuntherapie ist genial. Der Tumor ist so klug, dass er den Immunzellen sagt: Greif mich nicht an. Und das sagt der Tumor der Immunzelle mit einem sogenannten Oberflächenmarker, der programmierter Totligand 1 heißt und der an den programmierten Totrezeptor der Immunzelle andockt. Und dann sagt die Immunzelle, der Tumor darf weiter wachsen. Und die beiden Herren haben diesen Mechanismus entdeckt und haben sich gesagt, na, wenn man diese Rezeptoren mit Antikörpern blockiert, könnte doch vielleicht die T-Zelle, die Immunzelle wieder angreifen. Und erstaunlicherweise funktioniert das wirklich.
abhängig davon, wie viel man diesen programmierten Tod-Ligand findet, wirkt sie besser und nicht so gut, aber letztendlich wirkt sie bei allen. Da habe ich Ihnen auch meine Kasuistik mitgebracht. Hier können Sie vielleicht im oberen Bildern diese vielen weißen Herde sehen in der Lunge. Das sind alles Metastasen. Der Patient hat seit 2018 diese Therapie, nimmt sie immer noch, arbeitet wieder, ist in einem Zustand, der wirklich toll ist. Und das ist natürlich schon für diese Patienten ein Durchbruch. Und dann fragt man sich immer, wie lange müssen wir denn die Therapie geben? Und da muss ich sagen, wenn Sie das auch Ihre Ärzte fragen, es weiß im Moment keiner. Hier habe ich Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Da hat ein Patient von 2019 bis 2021, 2 Jahre, das Medikament genommen. Und dann hat er gesagt, na gut, 2 Jahre, jetzt möchte ich nicht mehr. War völlig okay. Und schon im April 2022, können Sie vielleicht erkennen, da unten dieser große leuchtende Herd wieder im unteren Bild und oben in dem endobronchialen Bild ist der Tumor wieder gewachsen. Also es gibt Indizien, dass man ruhig länger behandeln soll, wenn es die Patienten gut vertragen, und die meisten vertragen es gut. Damit möchte ich zusammenfassen. Beim Lungenkrebs gibt es riesige Durchbrüche, Früherkennung, Diagnostik und ganz besonders in der Therapie. Aber diese Durchbrüche induzieren so viele neue Fragen. Es gibt so viele unklare Dinge. Und deswegen ist es wichtig, was ich eingangs gesagt habe, dass jeder Patient zumindest einmal in seiner Krankheitsgeschichte in einem spezialisierten Tumorboard vorgestellt wird. Er kann dann weiterhin von seinen Ärzten behandelt werden. Aber das haben wir in die neue S3-Leitlinie reingeschrieben. Es ist ein Mechanismus, um die Sicherheit des Patienten, die Behandlungssicherheit zu verbessern. Vielen Dank.